Hi, ich bin der Günther, ich aus Sörbude. Willkommen zu einem neuen Super Smash Bros. Ultimate Video. Ich kann euch gleich sagen, für die meisten wird es heute vermutlich sehr langweilig. Dementsprechend, wer keinen Bock hat zuzugucken, akzeptiere ich. Wir werden heute nicht wirklich was anderes machen, außer K-Rool im Training Mode labben. Weil, warum nicht? Ne? Dein Argument zieht, denke ich. Ja. Also das eigentliche Argument ist natürlich, ich muss noch ein bisschen besser werden mit K-Rool, das ist keine Frage. Und ich zeige euch einfach mal, wie das dann so aussieht, wenn ich ein bisschen wirklich labbe. Ihr merkt vielleicht, worauf es mir gerade erstmal ankommt. Eine Technik, die ich nicht oft genug mache. Okay, das war schlecht. Aber K-Rool Forward Air into Grab ist immer eine gute Sache, die man versuchen sollte zu landen. Und dementsprechend versuche ich auch mal ein bisschen das zu labben. So war das zum Beispiel sehr gut. Außerdem ist Falcon, denke ich, auch eine ganz gute Option, weil ich noch ein... geht das eigentlich auch? Ich glaube, aus näher... Ich weiß nicht, ob der Grab da true ist. Ein bisschen Two-Frame muss ich auf jeden Fall noch üben. Allgemein ist so eines meiner größten Probleme Short-Hops, was ein bisschen auch dran liegt, dass ich ja zu den 4-Tap-Jump-Usern in diesem Game gehöre. Also zu den 4 Competitive-Tap-Jump-Usern. Seien wir ehrlich, die meisten Leute beginnen einfach an irgendeinem Punkt mit den Buttons zu springen, wenn sie es nicht von Anfang an machen. Nur ich nicht, ich habe keinen Bock da drauf. Hier, so kann man schnelle 48 oder so machen. Was natürlich auch so ein bisschen eine Sache ist, die ich trainieren will noch, was aber jetzt gegen so einen unbeweglichen CPU auch eher schwachsinnig ist. Ja, okay, ich schaff's nicht mal. Naja, Hauptpunkt für heute eben, das hier stabil zu schaffen. Ich schalte auch mal ein, dass der sich verhält wie ein Vollidiot, aber dass er sich zumindest irgendwie verhält. Ihr seht, obwohl ich ihn sogar offstage gebracht habe, hat der Grab ge... Willst du mich flack... Wow, jetzt macht er es nicht mehr. Der spielt wirklich wie ein random Online-Falcon-Cack. Die Instant... Digga, ich kann nicht üben, den zu two-framen, wenn er immer komplett behindert high geht. Ehrlich gesagt frage ich mich gerade aber auch, ob gegen so einen Falcon der Unterschied, ob ich ihn jetzt auf Bewegung stelle oder nicht, groß ist. Zumindest was diese Combo angeht, um die es hier gerade geht. Also natürlich, danach hat man keine wirklichen True-Follow-Ups, was immer so ein bisschen eine Option ist. Vor allem habe ich ein bisschen jetzt was von Kirby Kid, habe ich mir einige Gameplays angeguckt. Wer ihn nicht kennt, ist wahrscheinlich so der beste Online-K-Rool, den es gibt im Moment. Und da habe ich zum Beispiel gesehen, dass er die Forward Air zum Beispiel in Grab sehr viel benutzt, viel mehr als ich. Das werde ich auch mal probieren, ein bisschen mehr in mein Gameplay einzubauen. Und sonst irgendwie solche Dinge. Wie den Forward Throw benutzen und dann die kennen, weil man damit wirklich viele Optionen abdecken kann. Allgemein habe ich das Gefühl, aus dem Cannonball, den Cannonball verwende ich. Bisschen falsch habe ich das Gefühl. So kann man tatsächlich auch True Grabs landen. Ja, aber so die zwei Hauptteile von seinem Gameplay, auch die bei mir noch nicht so geklappt haben, sind diese passenden Down-Airs zu treffen und die Grabs in solchen Situationen. Allgemein bisschen mehr Forward-Air vielleicht im Gameplan.
Carol Forward, er ist ein guter Move, den man keinesfalls unterschätzen sollte. Ah, ich hab damit gerechnet, dass er high geht. Und ich habe definitiv zur Seite gedrückt. Hitten wir ihn mal mit ein bisschen dummem Zeug, das keinen normalen Spieler je treffen würde. Der hat gerade einen Sweet Spot nie gelandet. Der Level 3 Falkenbot. Danke dafür. Seht ihr? Und so helft ihr eurem Gegner beim Recovern, falls ihr einen netten Tag habt. Ja, gerade eben spiele ich halt auch einfach gut. Ich denke, ich werde meine Prozente gleich nochmal ein bisschen höher setzen. Es ist durchaus auch, glaube ich, möglich. Wenn man das... Oh, jetzt lass mich die Forward Air nochmal so treffen. Sekunde. Ich hatte das ja jetzt ein, zwei Mal, dass ich die Forward Air so gelandet habe. Das ist schwer zu treffen, diese schlechte Hitbox. Ich weiß gerade nicht, ob daraus vielleicht ein gescheiter Pivot-Grab auch noch möglich ist. Ich weiß auf jeden Fall, das ist möglich. Oder was auch immer eine... Was wirklich eine... Ja, diesmal lande ich es natürlich. Was gegen viele eben funkt, ist ungefähr sowas. Dass man eben die Forward-Air into Grab... Und dann keine Dash-Attack da draus macht, sondern so eine Cannon. Und wenn man dann nicht gerade den Gegner offstage bringt, sondern in die Richtung. Warum grab ich ihn die ganze Zeit? Okay, die Cannon war ein bisschen bad von mir. Das ist schon deutlich besser, wenn man springt dabei. So ungefähr. Ich meine... Das hätte ihn jetzt tatsächlich nicht getroffen. Das sind True Combos, die kann ich euch gegen jeden empfehlen. Die landen bestimmt nicht nur, wenn der Gegner nicht weiß, dass es in diesem Spiel eine Mesh-Funktion gibt. Ich überlege gerade, welcher Charakter gut zum Two-Frame üben wäre. Und mich interessiert gerade, ob ich irgendwie... Okay, auf 30 lande ich definitiv kein Forward Air into Grab mehr. Und dieses Mal war auch irgendwie die Dash-Attack nicht true. Ist eigentlich näher Up-Tilt, wenn man es richtig trifft, true? Sieht gerade nicht so aus, aber ich denke irgendwie schon. Das ist auf jeden Fall nicht true, das habe ich schon oft genug probiert, um es zu wissen. Ich häng gerade noch ein bisschen dabei. Ich probiere mal das jetzt erst stabil hinzukriegen. Genau so, dass ich dann noch nach vorne mich bewege, aber auch einen Sprung mache. Hier, ihr merkt, es klappt die ganze Zeit kein Sprung gerade für mich. Oder jetzt nicht mit Vorwärtsbewegung. Ich habe keine Ahnung, warum, aber... Hier, ich drücke Sprung. So ungefähr soll das. Ich treffe zwar gerade keinmal damit, aber juckt mich relativ wenig. Boah, und ich grab immer sofort aus Reaktion. Das muss ich mir ein bisschen abgewöhnen. Ich glaube, näher ist durchaus auch eine Möglichkeit in den Grab. Und was aus dem Grab raus auch eine Möglichkeit immer ist... Ist so eine Crown. Ist natürlich toll, dass ich in jedes einzelne mal offstage springe. Machen wir mal in die Richtung. Zack. Ist natürlich mit Forward Air mehr Damage. Ja, da muss der Gegner auch wieder einiges falsch machen, damit man damit trifft, aber... Egal. Ich überlege aber immer noch, welchen Charakter wir gut nehmen könnten, um die Two Frames zu üben. So, das war wieder true. Das war eine ganz schöne Interaktion, die vielleicht auch gegen einen richtigen Spieler irgendwie geklappt hätte.
So ungefähr muss man versuchen, die Down erst zu landen. Und seht ihr, näher into Up-Tilt als True Combo. Down into Up-Tilt ist, by the way, zumindest lande ich's gerade nicht True. Und das auch nicht mehr. Aber eins kann ich euch versichern, Back Air F-Tilt ist nicht True. So. Schade, Downer verfehlt. Aus dem Cannonball rausgrabben ist auch möglich, wie schon mal gesagt. Warum recoverst du High, du Haufen Scheiße? Ich glaube, der beste Charakter, um Two-Framing zu üben, wäre einer, der einfach keine sinnvolle High-Recover... Okay, hat Captain Falcon auch nicht. Die Computer sind einfach bekifft. Welchen Charakter könnte ich nehmen, gegen den Two-Frames vielleicht ganz gut klappen? Ich habe gerade so ein paar im Auge. Also, ich kann mal gucken, ob vielleicht Ganondorf sich einfach anders verhält als Falcon und halt nicht high recovered. Gleichzeitig ist es gegen den natürlich noch mal ein bisschen einfacher, irgendwie hier sowas zu machen. Die Krone sollte ich am besten in dieser Lage... Das ist eben die Sache, Short Top. Aber ich glaube, gegen Ganondorf kann ich das ganz gut ein bisschen üben. Ich meine, wenn ich mal das gescheit mache. Setzen wir einfach mal den auf so 40 Dash Attack-Min. Das war zum Beispiel ein guter Down-Air-Hit. Ich überlege gerade, was man zum Beispiel in so einer Situation am schlauesten macht. Ich glaube wirklich die Crown. Naja, aber jetzt müssen wir ihn langsam wieder einfach mal offstage springen. Und gucken. Och, der recovert gerade auf so ekelhaften Winkeln. Das war close. Und ja, ich muss noch ein bisschen früher das machen, als ich derzeit wirklich mache. Was ich auch mitbekommen habe, der Cannonball sollte ihn tatsächlich nicht treffen. Hier so eine Crown in der Lage. Oh! Wenn man die richtig landet, die Forward, er ist selbst auf solchen Prozenten der Grab noch true. Was? Wenn das true war, dann ist es wirklich kein Wunder, dass der... gute K-Rules das viel machen. Ich meine, seht ihr das? Der ist auf... Seht ihr das? What the fuck? Wie erwisch ich den da? Und jetzt imagine, zack. Okay, es könnte klappen, wenn der ein bisschen mashen würde. So ungefähr halt. Imagine, einfach von der Forward Air auf 40. Also vielleicht ist das jetzt nicht ganz true, aber zumindest auf ein bisschen niedrigeren Prozenten ist es das doch auf jeden Fall. Und näher, Sour Spot, näher in den Grab oder hier in den Up-Tilt, sowieso easy Sache. Was ich mich gerade frage, nee, in F-Tilt kann man, glaube ich, keine näher true Kombon. Hier, das kann mir keiner sagen. Das ist, wenn man das so landet, 100%ig true.
wenn man wirklich so mit einem sehr weit hinteren Treffer landet. Alter, mich flasht das gerade ein bisschen, wie krass das ist. So, dann warten wir jetzt mal, bis wir ihn two-frame können. Er ist Gandalf, er kann nicht recovern. Und ich sollte auch wirklich auf einen two-frame gehen, wenn ich ihn two-framen will. Und ihn nicht töten. So, das ist eben gerade mal... Weil man sieht das ja ein bisschen an der Hitbox. Machen wir mal Speed Frame für Frame. Den Button muss ich drücken. Habe ich es richtig gemacht? Hier, ihr seht ja, K-Rules Füße da unten. Die Hitbox von dieser Downer ist halt schon echt krass für Two Frames und sowas. Und ich glaube, ich habe das jetzt auch noch nicht ideal ausgeführt. Aber man kann damit auf jeden Fall was anfangen, wenn man es richtig macht. Das ist eine von K-Rules besten und wichtigsten Optionen. Seht ihr das? Was war das für eine Range? Der Typ war irgendwie jetzt auf Höhe von K-Rules so... Also, ja, wo war der ungefähr... Ich versuche gerade das zu beschreiben. Halt die Unterseite von den Brustmarkierungen da. Ungefähr da war er und ich konnte einfach down-airen. Weil K-Rool so eine fucking gute Down-Air zum Two-Framen hat. Das ist schon ein bisschen crazy. Das muss ich auf jeden Fall noch lernen, das gescheit zu nutzen für mich. Zum Beispiel, wenn ich hier gegen Christian und Green Ninja spiele, da hilft mir das auch viel weiter. Ich probiere das auch schon zu machen, hab's auch schon ein paar Mal gelandet. Ja, okay. Und natürlich gegen so ein Gendorf jetzt, es geht ja nur ums Üben. Kann man auch easy einen Zentimeter weiter nach vorne laufen. Aber halt, wirklich auch die Stage nicht verlassen zu müssen. Hier, diese Hitbox! Ich lerne gerade wirklich Dinge über K-Rool. Wenn man gegen irgendwen, der nicht masht. Ja, okay, das war gerade einfach bad. Safe bad, das ist true, wenn man das so hitte. Okay, so nicht. Aber wenn man hier mit so einem Backhit trifft... 100%ige True-Kombos sind am Start. Ich muss noch ein bisschen lernen, einfach so aus dem Stand gefühlt hier in so einer Lage nicht Dash-Attack, sondern F-Tilt zu machen. F-Tilt ist oft einfach ein besserer Move. Ihr seht, jetzt zum Beispiel habe ich schon noch einen Moment gebraucht. Das war eine Dash-Attack. Das war ein F-Smash. Das war ein F-Smash. Boah, der recovered gerade wieder so ekelhaft. Und da muss ich eben aufpassen, dass ich nicht so offstage springe. Das war gerade schlecht von mir gemacht, aber es kann halt tatsächlich... eine gute Option sein. Zack. True Combo Alarm. Noch ein bisschen näher ziehen, ihm Hoffnung machen. Ich habe gerade Spaß mit Dingen, mit denen man keinen normalen Spieler je treffen würde. Kremlin-Kombos gegen Leute, die nicht mashen, whoop whoop, aber die Prozente passen auch nicht. Die müssen bei Gandalf schon hier eher in die Richtung gehen. Ja, dann passt's auch. Das übe ich dann jetzt auch gleich mal, weil auf jeden Fall, auf jeden Fall war der F-Smash gerade nicht true. Ich muss diese, das hier passt... Aber diese Down-Air muss ich an einem... Hier, da habt ihr es gesehen. Diesmal stand es auch als True da.
Diesmal nicht. Ich muss die Down Air einfach an einem sehr tiefen Spot kurz vor der Landung treffen. Das war schon sehr nah dran. Das war einfach nur bad. Ach, und by the way, in der Regel macht man das so, dass man den in die andere Richtung, als man hier am Anfang face-tittet. Das heißt, in meinem Fall wäre es das Beste, wenn ich ihn so hitten würde. Weil man dann halt wirklich über ihn springt mit dieser Down-Air. Und so ein Gendorf auf 52 lebt das definitiv. Ah, hätte ich den F-Smash gedrückt anstatt einem F-Tilt, dann wäre das ziemlich sicher true gewesen. Ja, ich habe es ja am Anfang schon angekündigt, wenn irgendjemand überhaupt bis an den Punkt geguckt hat. Vielleicht ist das hier ein Video, das entweder Leuten, die auch K-Rule ein bisschen lernen wollen, hilft. Oder dass man mal guckt, wenn man irgendwas schon am Nebenbei machen ist. Ich muss wirklich die Down-Air an einem tieferen Spot landen. Es klappt natürlich jetzt gegen diesen Gendorf, weil der macht halt nichts. Aber gegen einen echten Spieler ist es natürlich schon gut, wenn die Combo tatsächlich true ist. Das sah für mich eigentlich von der Positionierung her gut aus, aber hier, das muss wirklich an einem der untersten Punkte getroffen werden, sagt er und macht so den höchsten, den es gibt. Das muss man wirklich, da ist dann auch wieder ein bisschen die Kombination mit meinem Short-Hop-Problem. Weil so ist das halt einfach nicht true. Das war nah dran, aber ist auch die Frage, ob bei dem Jump der Gegner nicht Zeit hat, rauszumashen. Das war bad. Obwohl, so bad war es nicht, weil ich den F-Smash gut rausbekommen habe. Man kann theoretisch das auch mit Up-Smash am Ende machen. Tötet logischerweise nicht so gut wie mit F-Smash. Versuche das jetzt mal wirklich auch in die Richtung, in die ich face, zu treffen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es macht es noch schwieriger. Das war halt nicht im Ansatz. Ich muss diese... Zack, da war es zwar true, aber mit Up Smash ist es auch deutlich einfacher, dass es true ist. Und mit Up-Tilt sowieso. Ich glaube, hätte ich da den Sweet Spot gelandet, wäre das okay gewesen. Und das war auch nicht true. Es könnte dran liegen, echt, dass es vielleicht gar nicht gescheit true geht, wenn man nicht die Seite wechselt irgendwie. Schlecht gemacht wieder. Ich weiß auch nicht, ob die Prozente, ich setze die mal noch hier so auf 55, das ist auf jeden Fall noch Prozente, wo es gegen Gen, es sind nicht Prozent, wartet, ich habe mir doch neulich extra die Tabelle dafür besorgt. Da gibt's auf dem Casual Court schöne Statistiken von Leuten, die anscheinend im Leben nichts zu tun haben. Scroll nicht so weit, du Scheißteil. Wow! Wow, funktioniert bis 54%, danke, und ich hab's auf 55,
Es funktioniert übrigens von 47. Gehen wir doch mal da drauf. Das müsste das sein, wo es dann am schwersten zu treffen ist. Sagt er und trifft's, abgesehen davon, dass es ein F-Tilt war, instant. Ja, dieser F-Smash am Ende. Diesmal war das Ende true, aber der Jump war halt... Es ist eine ziemlich komplizierte Combo, die halt aber sehr worth it ist, wenn man sie kann, weil ihr seht, das ist Gendorf, einer der schwersten Charaktere im Spiel, und man kann den, wenn er auf 47 ist, damit treffen und töten. Was mich aber gerade wundert, K-Rool Down Air kann trippen? Das ist für mich tatsächlich gerade eine neue... Das ist für mich gerade was Neues. Boah, man angelt den ab, F-Smash halt auf jeden Fall ab. Wenn der nicht abangelt trifft, weiß man schon, dass es nicht true ist. Das war sehr nah dran, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, so dieses erste Down-Air-Down-Tilt muss man die Down ja auch sehr weit unten landen, damit es actually true ist, aber funktionieren tut es meistens auch, wenn man es nicht schafft. Und ich muss auch sagen, wie soll ich die Down ja noch tiefer landen als hier ungefähr? Diesmal hat es auch als true gezählt. Wenn ich wirklich die ganze Combo hinbekommen würde, wäre schön. Ja, ihr merkt, das passiert bei mir beim Leben auch öfters mal. Das Ziel war zu leben, wie ich two-frame. Jetzt sitzen wir hier irgendwie seit einer Viertelstunde am Leben von der Kremlin-Kombo. Ich wechsle da öfters mal das, den Fokus. Also, ich habe keine Ahnung, auch der Jump, also das war ganz schlechter Try. Ich glaube mit... Nein, das reicht einfach nicht so. Das war sehr nah dran, habe ich das Gefühl. Das war schon mega close, hat aber nicht als true angezeigt. Mit dem F-Tilt schon. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich mache beim Umdrehen was falsch. Ja, okay, keine Diskussion. Ich probiere das mal kurz wirklich. Ja, okay, der... Muss ich, wenn dann, die Prozente höher setzen, um alleine den letzten Part zu testen. Und ich versuche gerade vom Spacing her wirklich, weil die Down ja dafür auch ziemlich... Okay, ich hab's jetzt mit Upsmash geschafft, war aber halt nicht das Ziel, sag ich mal. Ja, wieder schlechte Down, ich land die viel zu hoch. Das war das Ende schon mal true. Ich glaube, der einzige Part daran, der nicht true war, obwohl ich mir gerade nicht sicher bin, ob ich die Down-Air-Down-Tilt richtig gelandet habe. Aber ich glaube, der Jump war so, dass man schon hätte rausmashen können. Mann. Das war nicht true am Ende. Die Down-Air war doch wohl... Ich bin gerade wirklich bei vielen sehr guten Tries, habe ich das Gefühl. Ich frage mich gerade echt, wie das am Ende die ganze Zeit nicht true ist. Ich land die Down ja doch richtig weit unten. Diesmal nicht. Diesmal war es einfach bad.
Zack, zack, zack. Nö. Ich will jetzt hier nochmal was Gescheites landen. Und wäre natürlich auch schön, wenn ich den Teil der Combo True hinbekommen würde. Tue ich aber nicht. Yay, ich schaff's mit Up-Tilt. Boah, ey. Es ist schwer, die Combo wirklich True hinzubekommen, aber für einen Moment reicht mir das. Wir machen mal weiter mit Two-Framing-Übungen. Ja gut. Apropos 47% Free Grab. Okay, es ist jetzt, wenn man ihn so ganz an der Ledge hat, da schwer ein Follow-up draus zu machen. Aber so zum Beispiel, das ist guter Schaden. So, damit bringen wir ihn auch gut offstage. Ah, das sollte. Gegen einen normalen Spieler würde das Mesh-Tempo vielleicht passen. Aber nicht gegen Random Ganondorf im Training-Mode. Und warum mache ich die ganze Zeit den Throw, will ich machen? Okay, die Down-Air war nicht ideal, aber ausreichend. Theoretisch kann ich halt wirklich, wenn ich so eine Forward-Air treffe, da müsste eine Down-Air true sein, aber aus der dann noch ein Follow-Up ist schwer. Aber da ist jetzt natürlich auch die Frage, das teste ich jetzt nochmal, denn wir nähern uns auch stark dem Videoende. Gegen Gendorf funktioniert das jetzt hier auf 47 zum Beispiel und klar wird es niedrigere Prozente bei anderen Charakteren sein, aber gehen wir hier zum Beispiel mal gegen einen Villager rein. Funktioniert denn das da? Also ich weiß, auf 0% funktioniert es bei jedem. Oder vielleicht nicht 100 pro jedem, vielleicht nicht bei Pichu, aber das da klappt an sich immer. Und ist auch wirklich ein essentieller Part vom K-Rool-Gameplay. Forward Air oder näher into Grab. Ja, ich versuche gerade. Ich weiß nicht, ob der Grab vielleicht auch true ist. Das ist so ein bisschen eine Frage, die ich mir im Moment noch stelle. So, so, und warum war die Dash Attack nicht mal im Ansatz dran? Ach, Villager wäre vielleicht auch nicht schlecht, um Two Frames zu versuchen, fällt mir gerade auf. Ja, okay, die Dash Attack klappt absolut nicht. Das war, denke ich, aber auch eine ganz schöne Sequenz. Jetzt ist nur die wichtige Frage. Ah ja, deswegen war ich hier. Sitzen wir den mal auf so 29. Ich kann mir vorstellen, dass das so, wie ich das gerade umgesetzt habe, schon ein Ding ist. Man muss aber auf jeden Fall die Forward Air in so einem Backhit landen. Weil ansonsten fliegt der zu schnell weg. So, jetzt warten wir noch mal, bis wir ihn hier edgeguarden können. Ich will dich two-framen, also positionier dich richtig. Oder recover nicht, ja. Hm. Das ist aber definitiv true, wenn ich das so sehe. Es kann natürlich schon schwierig sein, so eine Forward-Air-Hitbox zu bekommen, aber es kann sich definitiv auszahlen. Und mit der anderen Forward-Air-Hitbox, ja, ist halt schwer. Aber hier, ich glaube auch gerade näher, Afro, Crown,
Sowas kann gerade gegen solche Charaktere wirklich gut funktionieren. Ja, okay, und wenn irgendjemand blöd genug wäre, nicht zu mashen, wäre das natürlich krasser Kill. Ich will gerade aber mal probieren, wenn ich dich auf 40 setze. Der fliegt ein bisschen zu hoch, habe ich das Gefühl, als dass es noch ginge für mich. Ja, gegen Villager scheint es auf 40 nicht mehr zu klappen. Wenn auch weniger, weil ich nicht mit ihm mithalten kann, sage ich mal, wenn er da weggeheatet wird, sondern weil er über meine Grab-Range gedönert wird. Andererseits, das war jetzt schon wieder deutlich truer. Kann es sein, dass ich einfach nur die Hitbox komplett verkackt habe? Ja, anscheinend. Andererseits schaffe ich es jetzt auch wieder nicht. Ah, wenn ich so einen Schwung habe, bin ich einen Moment früher selber da hinten und dann trifft's nicht. Aber irgendwie ist diese Hitbox auch lächerlich. Kann das? Ich meine... Sekunde. Ich drück die ganze Zeit den falschen Button. Das ist gerade scheiße. Ich meine Hitbox. Hitbox. Was? Was? Das nenne ich Hitbox. Wie? Digga, der riecht meinen Achselschweiß und stirbt dran. Wie trifft diese Forward Air? Und wieso bekommt man dann noch... Übrigens habe ich die Kamera, glaube ich. Auf Deutsch kann es ein wichtiger Teil von K-Rules Gameplay sein, eine komplett unlogisch behinderte Hitbox zu abusen. Das Letzte, was ich jetzt noch probieren will... ist nicht jedes Mal denselben Scheißfehler zu machen in dem Screen. Pichu. Erstmal testen. Wenn gegen Pichu Forward Air Grab auf 0 klappt, dann klappt's gegen jeden. So. Ich denke, das klärt das. Auch wenn die Frage ist, natürlich. Gegen Pichu. Andererseits, gegen Pichu lande ich die Dash Attack, auch wenn ich ihn auf 0 grab, nicht. So. Und jetzt noch die große Frage. Nein, ja genau, trifft das, wenn wir ihn auf 999... Oh, wer hätte das gedacht? Probieren wir es mal mit 20. Das scheint zu gehen, wenn ich die Hitbox so lande, wie es muss. 25. Geht sogar besser. Bin ich gerade dumm? 30. Das kann doch nicht klappen, oder? Es klappt ja gegen Villager schon gefühlt nicht. Was? Vor allem, was ich mich jetzt gerade frage... Ich hätte mir vorstellen können, dass Pichu da literally dran stirbt.
Aber auch wenn man die Forward-Air-Hitbox nicht so landet, kann ja am Ende noch irgendwie sowas rauskommen. Oder probieren wir mal kurz, das ist jetzt wirklich das Letzte für diese Folge. 1, 2, zack, zack. Schöne kleine K-Rool-Kombo. By the way, ihr seht vielleicht, 39 sind zu viel für die Kremlin-Kombo auf Pichu. Ich habe ihn getötet, Leute. Seid ihr jetzt stolz? Boah, gegen das kleine Rattenviech ist es ganz eklig. Aber egal, es reicht auf jeden Fall für heute. Jetzt habe ich euch mal mitgenommen auf eine Runde, wie das so aussieht, wenn ich mit meinem K-Rool labbe. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und oder ein Abo da. Wir sehen uns hoffentlich in einem anderen Video wieder. Bis dann. Und ich komme immer noch nicht drauf klar, dass das geht. Und zum Abschluss machen wir nochmal Hitbox. Also, wir sehen uns. Bis bald. Und ciao.